Doch, hier ist mein Job. Good morning, Vietnam! Wonder Woman! Na, sieh einer an! Mein Star-Angestellter! Habe ich vorhin gesagt, dass wir Wonder Woman haben? Mein Glücksbringer, der gerne mal untertaucht. Also sieht so aus jedenfalls. Ich frage mich manchmal, wann wird er uns wohl wieder mit seiner Anwesenheit beehren? Ja, mir ist da sowas dazwischen gekommen. Ich meine, danke, Mr. Amerson. Ich hielt mich schon immer für Ihre Geheimwaffe, Ihr persönlicher Ninja oder sowas. War das Sarkasmus? Weil das wäre irgendwie unhöflich. Oh, bitte nicht das schon wieder. Sie sind sauer, weil ich dauernd so spät dran bin. Das verstehe ich, aber das liegt an meinen Orientierungsschwierigkeiten. Eigentlich dachte ich, dass ich hier wäre der Vogelladen meines nordvietnamesischen Kumpels. Oh, bitte, nicht das schon wieder. Sie sind sauer, weil ich dauernd zu spät dran bin. Das verstehe ich, aber das liegt an meinen Orientierungsschwierigkeiten. Eigentlich dachte ich, dass hier wäre der Vogelladen meines nordvietnamesischen Kumpels. Schluss mit dem Scheiß-Hex! Sogar meine heißgeliebte Ex-Frau würde hier einen besseren Job machen als du. Wir wissen beide, dass dein Arsch um Punkt 9 hier zu sein hat. Und jetzt ist es Mittag. Das Päckchen hier hätte schon vor Stunden zur jährlichen Koala-Convention geliefert werden sollen. Und bis jetzt war ich wirklich mehr als geduldig, was dich angeht. Das stimmt wohl, aber wenn Sie noch etwas mehr von Ihrer Geduld übrig haben, überrasche ich Sie vielleicht. Dieser Kerl zum Beispiel, das ist Hong. Na, überrascht? Hong wer? Wer zur Hölle ist Hong? Was für ein Hong? Mein asiatischer Kumpel. Der Typ aus dem Vogelladen. Sehen Sie, ich habe ihm mein Diensthandy gegeben und im Gegenzug habe ich einen Käfig voll Tauben bekommen. Die habe ich dann für eine Slow-Mo-Action-Szene gleich bei mir um die Ecke benutzt. Halt die Klappe! Bitte, schreien Sie mich nicht so an. Mein Vermieter hat das auch schon gemacht und ich habe einen Mordskater. Oh, wo wir gerade davon reden. Ich brauche einen Vorschuss. Ist das dein Ernst? Ich glaub's ja nicht. Im Ernst? Oh, habe ich nicht mein ich-meines Ernst-Gesicht gemacht? Es tut mir leid. Oh, wo soll ich anfangen? Agent, es Randall's Monday. Weißt du noch, wie ich dir den Schlüssel gegeben ein habe, sehr schlüssiges Point-and-Click. Alter. Ja, hier Portal, wie cool. Hier und da. FedEx. Alter. Und jetzt sind sie dran, mich zu überraschen. Ach ja. Na, ich musste einen Schlüsseldienst anrufen, um die Tür aufzubekommen. Und er hat mir einen besonderen Pyjama-Preis gemacht, weil ich ihn geweckt hatte. Also Schnauze und her mit dem Schlüssel. Also, ich glaube, da sind keine Schlüssel in meinem Inventar. Nee. Oh, warte mal. Jetzt kapiere ich. Das ist also der Teil, wo ich den Schlüssel finden muss, um weiterzukommen und... Du hast den verdammten Ist das nicht aus dem Schlüssel Film verloren? Mit Tom Hanks? Ich hab dir gesagt, du sollst ihn mit deinem Leben verteidigen. Und das hab ich. Ich schwör es bei den üppigen Kurven von Super Zuckerschnur. Ja, ist es? Wie ja, der hat doch da... Geil! Wie cool! Du schamloses Schwein! Es ist so oh, geil. Das war nur... Das ist ein FedEx-Paket. Jetzt... Ich könnte ein Diktiergerät bei mir haben und sie jetzt verklagen, das wissen sie, ja? Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, so eins habe ich auch nicht. Das ist ja cool, ey. Hier sind so geile Insider drin. Du hast gewagt, meinen wertvollsten Besitz zu Wonder Woman, ja. Oh, kommen Sie schon. All das wegen eines blöden Schlüssels? War der aus Platin oder was? Im Ernst, war der aus Platin? Wenn das der Fall ist, müssen wir ihn finden. Vergiss den verdammten Schlüssel, Hex. Ich rede über etwas, das ich in meinem Safe aufbewahre. Sie meinen die Karte von Scab Island? Meinen Sie den Drohbrief an Ihre Ex? Oh, Sie reden von Ihrem Toupet. Oh, Sie reden von Ihrem Toupet. Ich rede von der ersten Ausgabe des offiziellen Wonder Comics Katalog. Veröffentlicht 1972 mit Super Zuckerschnecke. Und sie trägt all ihre klassischen Outfits. Das gehört Alles, was mir jetzt noch bleibt, ist das Cover. Und das ist voller Ölflecken und riecht nach Thunfisch. Sehen Sie? Da klingelt doch was. Oh. Mal ehrlich, Mr. Emerson, was soll ich jetzt machen? Noch ein Witz über mein Inventar? Wie ich schon in meiner Bewerbung andeutete, bin ich ein ehrgeiziger Mann und ich erreiche immer mein Ziel. Ein liebenswerter Schurke, wenn Sie so wollen. Wenn ich etwas will, dann nehme ich es mir. Und ich brauchte einfach etwas, in das ich mein Sandwich einwickeln konnte.
Sie können wohl kaum leugnen, dass meine bedingungslose Ehrlichkeit eine weitere Tugend ist, die sich gut Naja, es ist ja schon abgeändert oder? Alles. Es ist ja nicht eins zu eins. Fang schon mal an, diese Kritzelei, die du Lebenslauf nennst, auf den neuesten Stand zu bringen, X. Du bist gefeuert! Was? Was? Sie meinen, ach, das Spiel kostet gerade 2 Euro. So? Könnt ihr euch gönnen? Das ist gerade 90% Rabatt. Von 20 Euro. Langsam. Sie könnten mir ja wenigstens etwas Kompensation anbieten, oder? Ich will meine Abfindung. Du hast mich eine Menge Geld gekostet, Hex. Da hätten wir die Schlüsseldienstrechnung, die neuen Schlösser, all die Dinge, die du geklaut hast, inklusive eines PCs. Ich hab ihn doch gesagt, den brauche ich, um meinen Blog zu updaten. Und das macht man ja wohl nicht auf der Arbeit. Ich bin noch nicht fertig. Stifte, Taschenrechner, der Schlüssel zum Büro, den mein Vater mir auf dem Sterbebett überlassen hat. Ich wusste, der hat einen sentimentalen Wert. Sehen Sie, ich passe auf. Kannst du machen zum Spiel, gerne. Das war noch nicht alles. Das war mir auch klar. Die Entwicklungskosten. Klopapier. Ach so, das war, ja. Ja, Spiele kosten leider. Warum zur Hölle klaust du Glühbirnen? Mr. Emerson, erlauben Sie selbst mir, kleine Indie-Spiele. Hatten Sie jemals den Eindruck, ein gestörter Brauch Irrer echt eine Menge Kohle also, für. Ich schon. Also brauchte ich Glühbirnen, um... Das ist mir scheißegal! Du bist völlig außer Kontrolle. Ihr seid alle gefeuert, Keys. Alle. Und meinen Katalog zu ruinieren, war das i-Tüpfelchen, das Fass zum Überlaufen gebracht hat, Hicks. Okay, schön. Versuchen Sie halt, ohne mich klarzukommen. Du bist ja immer noch hier. Ja, ich wollte nur... Wieso glaube ich, dass Renner und Eliza super zusammenpassen würden? Ihr würdet mir meine ganzen Besitztümer klauen, der Drecksack. Meine Figuren würdet ihr alle verscherbeln. Und die wären alle voller Ölflecken vom Thunfisch. Das würde ich nicht wollen. Ich würde ihn im Hals umdrehen. Ich würde ihn aus dem Fenster er würde aus dem Fenster fallen, aus mysteriösen Umständen. Sie wollen mich also wirklich nicht bezahlen? Ich erwarte eine Entschuldigung. Was, jetzt darf ich nicht mal mehr stehen? Oh Gott, siehst du, ich fange schon an. Um mich um meinen Kram zu kümmern? Was, wenn etwas geliefert haben möchte? Was? Jetzt darf ich nicht mal hier stehen, um mich um meinen Kram zu kümmern? Was, wenn ich was geliefert haben möchte? Weißt du was, Hicks? Ich war nie in Vietnam, aber ich war bei der Schlacht um Mogadischu. Und glaub mir, ich habe einiges gesehen. Was für ein Zufall. Dasselbe Wochenende habe ich damit verbracht, alle möglichen Sachen in einem Videospiel zu erschießen. Sehen Sie? Wir haben was gemeinsam. Ich denke gerade ernsthaft darüber nach, dir einfach das Herz rauszureißen. Was für ein Ding? Was ist denn? Zu stopfen und deiner Mutter zu schicken. Oh, das war's. Ich kündige. Unter solchen Bedingungen kann ich nicht arbeiten. Das wird mir hier einfach zu feindselig. Hau verdammt nochmal ab! Raus hier! Und komm niemals wieder! Okay, okay. Ganz ruhig, mein Großer. Darf ich aber noch Wasser trinken? Ein Wasserspender. So viele erfrischende Dieser Typ, ja. Kein Durst. Ich? Aber... Kein Durst. Neben Wasser. Geht nicht, Amigo. Der ist total vertrocknet. Ja. Nee, das Päckchen muss ich noch ausliefern. Auf der Convention, glaube ich. Aber du bist gefeuert. Poster und noch mehr Poster. Wilson! Geil. Es tut mir leid, Wilson. Ich kann dich nicht mitnehmen. Wilson! Wilson! Ah, oh, wie geil, ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Eine ganze Generation feuchter Teenager-Träume. Tatsächlich habe ich nie einen ihrer Comics gelesen, aber ihr Unterwäschekatalog war natürlich geil. Zum Brot einwickeln. Poster und noch mehr Poster. Wilson! Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Spielelogos ist gänzlich unbeabsichtigt.
Päckchen, die ausgeliefert werden sollen. Schätze ich mal. Der gute alte Mr. Emerson. Immer mit einem Lächeln im Gesicht. Ja. Oh, ich glaube, der ist jetzt echt nicht in Stimmung. Das kann ich nicht einfach so nehmen. Ich nehme doch nicht die Päckchen weg. Wer weiß, was da drin ist. Na gut, wir sollen ja eh raus. Wir sind ja gefeuert. So viel, so viele Anspielungen. Mega. Einfach großartig. Wie zur Hölle soll ich jetzt meine Miete bezahlen? Ich muss einen Weg finden, um an Kohle zu kommen. Au! Gottverdammt, Phil! Was sollte das? Wie kann man nur so nachtragend sein? Hey, das können wir verkaufen. Das können wir doch verkaufen. Kaputtes Radio. Oh. Ein paar Teile sind nicht da, wo sie hingehören. Oh. Das ist ein Radio, kein Telefon. Ich bin nur ein Kurier. Keine Ahnung, wie man das wieder hinkriegt. Butter und Feder. Uff. Wir haben eine Menge Sachen hier, ne? Er sieht irgendwie weggetreten aus. Dreieck da. Hm. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Aber es ist schon, das Spiel ist schon super. Das ist der Flugkompensator aus Zurück in die Zukunft. Oh. Hier sind so viele Insider, ich komme schon gar nicht mehr hinterher. Richtig heftig. Ups. Warte, ich probiere erstmal noch Keks. Das gebe ich nicht ohne guten Grund weg. Können wir mit dem jetzt... Ich habe keinen Job mehr. Guten Morgen. Schön für dich. Aloha. Was könnte ich verpfänden, um genug für die Miete zusammenzubekommen? Ich brauche echt eine Menge Geld. Ich weiß, das geht mich nichts an, aber meinst du nicht, der Typ könnte ein Verbrecher sein? Ich weiß, das geht mich nichts an, aber... meinst du nicht, der Typ da könnte ein Verbrecher sein? Das hoffe ich doch. Aber meinst du nicht, der gehört eher zu den Leuten, die was klauen? Kann schon sein. Aber er ist mein bester Zulieferer. Mel, das hier habe ich gerade im Keller meiner Oma gefunden. Es hat großen nostalgischen Wert. Wow, dieser Keller ist eine echte Goldmine. Hab schon genau sowas. Aber dafür hast du dir trotzdem ein nettes Bündel verdient. Siehst du, ich liebe den Kerl. Was könnte ich verpfänden, um genug für die Miete zusammenzubekommen? Ich brauche echt eine Menge Geld. Was hast du denn? Naja. Das ist ein echtes Ticket für die U-Bahn. Damit kann man ungehindert durch die ganze Stadt fahren. Ein Teleskop-Entenbügel, den habe ich selber gemacht. Ein paar Seiten aus dem offiziellen Wonder-Comics-Katalog von 1972, inklusive Bilder von Super Zuckerschnecke in ihren klassischen knappen Kostümen mit ganz wenig Öl und Thunfischflecken. Diese unglaubliche Polizistenfigur. Tolle Kunstlederbrieftasche, die kein bisschen nach nassen Hund riecht. Ein Teleskop-Entenbügel. Den habe ich selber gemacht. Ist der aus Holz? Ich habe eine Menge Edelstahlbügel. Auch selber gemacht. Das ist ein echtes Ticket für die U-Bahn. Damit kann man ungehindert durch die ganze Stadt fahren. Ist das dein Ernst? Natürlich! Brauche ich nicht. Oh. Diese unglaubliche Polizistenfigur. Ah, ist jetzt nicht gerade Captain Red oder sowas. Diese tolle Kunstlederbrieftasche, die kein bisschen nach nassem Hund riecht. Ja, das rieche ich von hier. Kein Interesse. Ich sehe schon, was er will. Ein paar Seiten aus dem offiziellen Wonder-Comics-Katalog von 1972, inklusive Bildern von Super Zuckerschnecke in ihren klassischen knappen Kostümen mit nur ganz wenig Öl- und Thunfischflecken. Ich glaube, in dem Zustand sind die nichts wert. Dieser Ring allerdings. Hey, langsam. Kann mich nicht daran erinnern, die erlaubt zu haben, in meinen Sachen rumzuschnüffeln. Ganz ruhig, Kleiner. Das kommt so mit dem Job. Naja, der Ring gehört nicht so richtig mir. Das ist nicht sein Ring. Ich würde mich nicht wohlfühlen, den zu verkaufen, weil... Er macht es. Verständnis. Das ist das Einzige von Wert, was du hast. Und du willst es nicht verkaufen. Ja, naja, es ist nur... Weißt du,
Ich glaube, ich behalte ihn besser. Okay, also, ich glaube, hier bin ich durch. Danke trotzdem. Warte mal, Junge, geh nicht einfach so weg. Sieh doch einfach mal bei dir zu Hause nach. Vielleicht hast du ja irgendwelchen nutzlosen Schrott, der mich interessiert. Sieht so aus, als könntest du das Geld echt brauchen. Scheint, als ob ich das mit der Mimik endlich besser hinbekomme. Ich finde schon etwas Schrott für dich. Werd's auf jeden Fall probieren. Das gebe ich nicht ohne guten... Okay, ich soll jetzt nach Hause gehen. Da ist ein Loch. Ich habe gesehen, da stand Loch. Da, da, Loch, da, ich wusste es. Kleines Loch seitlich in der Uhr. Da kann man aber reinstecken. Und zwar eine Feder, bestimmt, komm. Wenn du das für eine gute Idee hältst, wie wär's mal mit einer Pause vom Spiel? Aber ich, ja, gleich hole ich mein Energy, leck mich doch. Steck ihn rein. Ja, dann ist Scheiße. Kann man da was anderes reinstecken? Hier, ein Bolzen. Hm, nicht breit genug. Passt nicht. Beschmutz! Breit genug mit so Verkehrshütchen? Ich glaube nicht, dass das was bringt. Oh Gott. Warum? Nicht breit genug, okay. Die Figur hier, guck mal, die passt doch bestimmt da. Das wird nicht klappen. Noch ein was? Batterie. Das läuft nicht mit Batterien. Darum geht's ja auch gar nicht. Das hab ich noch nicht probiert. Vergiss es. Aber wir müssen ja anscheinend irgendwas machen, ne? Eine Analoguhr. Stehen geblieben. Okay. Ich hab so viel Kram jetzt in der Tasche, ne? Probier mal, ob ich überhaupt jetzt nach Hause komme. Das muss für die Ewigkeit festgehalten werden. Ja, ich sehe schon. Immer diese Gedanken. Schlimm. Das ist furchtbar. Oh oh. Muss ihn weglocken irgendwie. Verdammt, der alte Marconi ist immer noch da. Ich muss einen Weg finden, mich vorbeizuschleichen. Also wir sind schon mal richtig. Ich versuche ja immer, dem Gespräch mit Fremden aus dem Weg zu gehen. Wie lange wartet der alte Mann eigentlich? Er will sein Geld. Oh nein, der Penner ist wieder da. Die kann ich nicht mehr benutzen. Und selbst wenn... Bin da oben fast draufgegangen. Soll ich die jetzt reparieren oder was? Was für ein Vorzeigepenner. Stinkend, dreckig und trinkt aus. Verflucht! Du bist verflucht! Ja. Weißt schon, dass ich dich hören kann. Was? Ja? Nein, kannst du gar nicht. Ah. Mm-mm. Ich glaube, das war genug Secondhand-Philosophie für einen Tag. Soll ich die jetzt reparieren? Die kann ich nicht mehr benutzen. Wie soll ich denn jetzt ablenken? Puh. Was mit den Tauben oder so? Eher nicht. Wenn ich hier bin, macht er halt nichts, ne? Verdammt, der alte Marconi ist... Also ich kann nicht in mein Inventar gehen, wenn ich hier stehe. Also muss ich irgendwas von außen machen. Nichts von Interesse. Sicher, sicher. Ich verstehe. Verzeihung, Sir, was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, in den Arsch schieben?
aufgelegt. Oh, der Arme. Ah, sieh an. Hey, wie geht's, Kumpel? Ich bin Randall. Ah, hallo, Randall. Warum so ein langes Gesicht? Machst du dich über mich lustig? Aber klar. Hast du dich mal angesehen? Ich bin ein Wondermatic-Vertreter und das hier ist der schlimmste Tag meines Lebens. Deswegen geht's mir so dreckig. Zufrieden? Jetzt und für immer. Keine Verkäufe für dich. Drecksack, ey. Naja, hat meine Uhr verkauft, um die Stromrechnung zahlen zu können. Diese Uhr hat meinem Großvater gehört, den sie über Hanoi abgeschossen haben. Captain Coons musste sie in seinem Arsch verstecken und... Ja, sehr tragisch. Reden wir doch lieber über Hundewelpen. Ich liebe Welpen. Ja, meine kleine Susie möchte schon lange einen Welpen haben. Und ich weiß nicht, was ich ihr sagen soll. Ich kann ja nicht mal mehr die Hypothek abbezahlen. Okay, irgendwie macht mich gerade sogar das Reden über Welpen traurig und ich weigere mich, über Ponys zu sprechen. Also, was genau ist dein Problem? Das Problem ist, dass ich der schlechteste Vertreter bin, den Wondermatic Industries jemals hatte. Es ist schon 2 Monate her, dass ich das letzte Mal was verkauft habe. Ich kann nicht mal die billigsten Sachen an den Mann bringen. Ich bin so ein Versager. Ach, Kopf hoch! Weißt du, was du machen solltest? Entweder du kotzt dich aus oder du nimmst mal dein Gesicht aus dem Eimer. Was du nicht machen solltest, ist einfach nur rumsitzen und jammern. So einfach ist das aber nicht. Wenn ich doch nur irgendeinen reichen Trottel auftreiben könnte, um ihm das komplette Deluxe-Set anzudrehen, wären alle meine Probleme gelöst. Zumindest erstmal. Alter, ich würde dir gerne helfen, aber mein letztes Essen war eine 7 Tage alte Pizza. Wenn du nach jemandem mit viel Kohle und wenig im Kopf suchst, dann nimm meinen Vermieter. Es heißt, er sitzt buchstäblich auf Bergen von Geld. Warum suchst du dir nicht einfach einen anderen Job? Tja, so wie es aussieht, kann ich dir nicht helfen, Kumpel. Viel Glück mit der Hypothek. Wenn du nach jemandem mit viel Kohle und wenig im Kopf suchst, dann nimm meinen Vermieter. Das heißt, er sitzt buchstäblich auf Grunde gerade geschenkt. Echt? Ja, aber es heißt auch, dass die Morlocks eine Großoffensive planen. Also nimm's nicht zu wörtlich. Aber ist dein Vermieter leichtgläubig? Naja, ich schulde ihm die Miete für 3 Monate und er hat mich immer noch nicht rausgeworfen. Aber das könnte auch an seinem Vaterkomplex liegen. Weiß ich also nicht so richtig. Das könnte was werden. Meine letzte Chance. Kannst du mir seine Nummer geben? Klar, könnte ich, aber pass auf. Der Alte ist mies drauf. Selbst seine haarigen Schultern sind wütend auf dich, wenn du was Falsches sagst. Egal. Ich muss es versuchen. Ermittlervermittlungsgebühr. Ist ja deine Beerdigung. Die Nummer ist 555-1013. Oh. Und ruf nicht bei Vollmond an. Es könnte echt schief gehen. Ich ruf ihn jetzt gleich an. Guten Morgen, Sir. Haben Sie eine Minute Zeit? Ich würde gerne mit Ihnen über die Vorzüge unserer Wand... Besorgt ihr einen vernünftigen Job, Drecksack. Ich hab's wieder verbockt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Ich hab's dir ja gesagt, er ist ein ungehobelter, streitsüchtiger alter Mann. Du sagtest doch, er sei leicht zu manipulieren. Aber ich schaff's nicht mal, ihn für 2 Sekunden am Telefon zu behalten. Der Arme, ja. So kann ich nie etwas verkaufen. Ich weiß, wie du dich fühlst, Alter. Mit mir redet er auch nur, wenn er mich bedrohen oder beleidigen will. Genau wie mein Boss. Und meine Frau. Sogar meine Kinder. Boah. Komm schon, nicht aufgeben. Versuch's noch mal. Versuch's doch mal auf eine Abfuhr. Er hat sehr deutlich gemacht, dass er kein Interesse hat. So läuft das also bei Wondermatic, ja? Nur weil jemand dich einen Drecksack nennt, glaubst du, er hat kein Interesse? Du kannst doch nicht einfach bei der ersten Hürde aufgeben. Na gut, ich werd's noch mal versuchen. Jetzt kommt was ganz Schlimmes wahrscheinlich. Hallo? Guten Morgen, Sir. Ich glaube, es gab da eben ein Problem mit der Leitung, als... Siehst du, er hat recht. Ich bin ein wertloser Drecksack. Nein, komm, wir kriegen das schon irgendwie hin. Komm, lass mich mal. Im Ernst? Ich meine es immer ernst. Außer wenn ich Typen finde, die ich ausnutzen kann. Dann muss ich einfach lügen. Ich weiß nicht, was ich davon jetzt halten soll. Oh komm, gib mir dein Handy, du hast nichts zu verlieren. Oh, auch wieder wahr. Hier, tob dich aus. Handy abgezogen. Showtime.
Guten Morgen, Sir. Wären Sie am Kauf eines brandneuen Sets Wondermatic-Produkte interessiert? Hallo, Mr. Marconi. Wären Sie daran interessiert, einen Haufen Müll zu kaufen, damit veralteter Technik produziert wurde? Ist es wahr, dass Sie Ihre ganze Familie verspeist haben? Sind Sie immer noch am Flur und warten Sie auf mich? Scheiße. Guten Morgen, Sir. Wären Sie am Kauf eines brandneuen Sets Wondermatic-Produkte interessiert? Gewohnt empathisch. Das dachte ich mir. Ich meine, reinhauen hilft jetzt auch. Gib ich für normal machen. Ich glaube, dass... Klar. Showtime. Ist es wahr, dass Sie Ihre ganze Familie verspeist haben? Ist es wahr, dass Sie Ihre ganze Familie verspeist haben? Was? Er windet sich einfach immer raus. Verdammt, Marconi. Ich wusste, es ist hoffnungslos. Nein, ist es nicht. Wir probieren es weiter. Klar. Showtime. Hallo, Mr. Marconi? Wären Sie daran interessiert, einen Haufen Müll zu kaufen, der mit veralteter Technik produziert wurde? Richtig aggressiv. Das habe ich mir schon gedacht. Da müssen wir halt jetzt fragen, ob er immer noch auf uns wartet, weil... Auch eine Nase würde ihn wohl in seiner jetzigen Situation ablenken, etwas jedenfalls. Ich würde ihn gerne seine Nase brechen. Sind Sie immer noch im Flur und warten auf mich? Bist du das? Ja. Yep. Hier ist Hicks. Ich habe mich aus dem Apartment geschlichen und ich habe Ihr Geld noch immer nicht. Na, was sagen Sie jetzt? Ach, kommen Sie, Mr. Marconi. Ich hatte gehofft, mittlerweile hätten Sie mir vergeben. Ich meine, ich appelliere hier an Ihren Anstand. Aber daran gemessen, wie Sie sich anziehen, haben Sie sowas ja nicht. Du verdammter Bastard. Findest du das etwa lustig jetzt? Viel Glück, heute Nacht ein Dach über dem Kopf zu finden. Ich könnte dasselbe über Ihren Bierbauch sagen. Tatsächlich habe ich das gerade gedacht. Okay, also ihr redet gerade davon, mir in den Arsch zu treten. Das könnte noch eine Weile so weitergehen. In dem Sinne, hier. Ich... Was? Rede einfach ein bisschen mit ihm. Ist gar nicht so schwer. Aha. Ich verstehe. Sicher. Okay, ist abgelenkt. Ja, bin ich Theo. Wäre ein besserer Ort, wenn Abschaum wie du einfach verschwinden würde. Keine Ahnung warum, aber der Fahrstuhl scheint mir nicht ganz sicher. So lustig. Aber weißt du was, Hicks? Dieses Mal hast du es wirklich geschafft. Du wirst mich noch auf Knien bitten, dir deine Wohnung wiederzugeben. Und dann werde ich dir einfach ins Gesicht lachen, du dämlicher Freak. Ha! Wie kannst du nur so undankbar sein, nach allem, was ich für dich getan habe? Du warst für mich wie ein Sohn. Aber alles, was du machst, ist, dich wie ein Idiot aufzuführen und mich wütend zu machen. Ich hab die Schnauze voll, hörst du? Ich kann und werde das nicht mehr ertragen. Die Zeiten, in denen du damit durchkommst, sind vorbei. Du wirst sehen, wie sich echtes Elend anfühlt. Und du wirst endlich einsehen, dass du nicht einfach durchs Leben gehen und machen kannst, was du willst. Du arrogantes Stück Scheiße! Warte nur, Hicks, warte nur. Das wird die Hölle. Du dachtest wirklich, ich würde es niemals tun, was? Tja, jetzt hast du den Salat verstanden. Du bist nichts weiter als ein stinkender Parasit, der denkt, die Welt ist sein Spielplatz. Glaubst du, du kommst noch weit mit dieser Einstellung? Von Leuten... Tschö.
Diese Pappnase, Alter. Hallo, Blinky. Dieser nur, ja, laber nicht. 10 Stunden später. Ja, er lässt jetzt seinen ganzen Frust raus. Soll er ruhig machen. Kann ich nicht machen, dann... Mortimer? Ah, was, scheiß drauf. Hier ist doch eine Schachtel voll mit Kram. Das können wir bestimmt verkaufen. Ich hab gedacht, dass ich mit dem Mist noch mal was anfangen kann. Können es verkaufen. Warum sollte ich einen Wecker mit rumschleppen? Verkaufen, brauchst du eh nicht mehr, bist gefeuert. Nimm die Socke mit. Warum zum Geier sollte die... Warum nicht? Nichts Nützliches. Sock, ach, sei doch nicht. Pizzaschachtel. Hier mache ich nicht sauber. Schublade. Es hilft sicher nicht, sich... Ja gut, wir haben jetzt Kram, wir gehen jetzt mal. Wirklich? Und wenn ich das Deluxe-Set jetzt gleich bestelle, legen Sie noch eine elektrische Zahnbürste oben drauf, oder? Klingt gut. Okay, hören Sie zu. Wenn ich das Basisset auch noch nehme, bekomme ich doch sicher einen Rabatt. Aha. Sehr schön. Wie war das mit der Ratenzahlung? Wunderbar. Okay, eine Frage noch. Gibt es einen Unterschied zwischen der Hakomatik 8000 und der 9000? Weil normalerweise zerstückel ich keine so großen Dinge. Ich verstehe. In dem Fall dann bitte die 9000. Und wann kommt sie an? Interessant. Haben Sie noch andere Produkte, zum Beispiel gegen Fußgeruch? Wirklich? Und was kostet das? Warum will er ein Hakomatik haben? Vorhin haben wir was geredet über, haben Sie Ihre Familie wirklich verspeist? Ja, ja. Könnten Sie mir noch einmal den Paketpreis sagen? Aha. Okay. Gut. Ich glaube, der hat ihn komplett ausgenommen. Oh, war ja. Wunderbar. Natürlich. Herzlichen Dank, Sir. Es war mir ein Vergnügen, Geschäfte mit Ihnen zu machen. Und keine Sorge, Sie werden es nicht bereuen, dass Sie sich für den Dreipack-Deal entschieden haben. Nein, nein, ich danke Ihnen. Einen schönen Tag noch, Sir. Auf Wiederhören. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Hast du das gesehen? Ich habe ihm das Basisset verkauft, das Deluxe-Set und sogar das Classic-Set. Das Letztere ist vollkommen das nutzlos. Das weiß ich nicht, Stefan. Das muss gefeiert werden. Ein anderes Mal, Kumpel. Gleich ich habe noch was noch zu erledigen. Damit meine ich was Wichtigeres. Lass mich dir wenigstens etwas geben. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Wenn es was umsonst gibt, habe ich immer Zeit. Obwohl... Ist es Gift? Wäre nicht das erste Mal, dass mir jemand Gift anbietet. Und wenn das so ist, dann... Weißt du, die Leute werden ja auch mal vergiftet. Das ist okay. Nein, doch kein Gift. Für was hältst du mich? Hier. Hat aus dem A-Team geklaut. Noch mal nützlich. Okay. Danke, Mann. Hammer. Wir sehen uns. It's Hammer Time. Cool. Wieder eine gute Tat. Na, Betty? Alles klar bei dir? Ich schau gern Leuten bei der. Na, Betty? Der Sieg ist mein. Jetzt heißt es hoffen, dass ich nie wieder was mit dir zu tun bekomme. Dann Hammer? Ja. Einige quasi versteckte Gegenstände. Aha. Der, das Spiel besteht ja quasi nur aus Anspielungen. Selbst der Straßenname. Das ist komplett. Das ist schon richtig heftig. Geloni, danke schön für den. Ich glaube nicht, dass ich mit einem Gegenstand Hallo. Reden sollte. Oder Geloni. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. So, wir haben jetzt Kram. Ich muss mir gleich mal Reis oder so im Reiskocher machen. Ich habe voll Hunger. Ich
ist. Also nicht viel. So, wir haben jetzt Sachen und so. Sicher, dass du kein Ticket willst? Absolut. Bring mir einfach vorher, brauchst du nicht. Zeit ist. Okay. Reiskocher. Ich will mir Reis machen. Reis. So. Da hätten wir es. Einige seltene authentische Stücke aus der Welt der urbanen Subkultur. Der Legende nach sind sie von einer mysteriösen Aura durchzogen. Dann schauen wir uns den Müll mal genauer an. Das ist eine Trophäe, die ich gewonnen habe, als ich einen Kerl, sein Name war übrigens 8-Ball, in einem Poolmatch in Wisconsin geschlagen habe. Oh, der Typ war heftig, sage ich dir. Das war zweifelsfrei die extremste Erfahrung, die ich je gemacht habe. Wie ein Schachspiel, das Tage dauert. Und du kannst mir glauben, wenn ich dir sage, dass wir beide lebenslang... Das stimmt, Blanky. Eigentlich will ich es am Montag. Wurde. Du sagtest, das Spiel war in Wisconsin. Es begann in Wisconsin, aber wir landeten am Ende in Massachusetts. Kannst dir ja vorstellen, was für unglaubliche Fähigkeiten das voraussetzt. Es gab Verrat, Schusswaffen, eine Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagd auf einem Zug ohne Bremsen. Und in den letzten Sekunden des Spiels mussten wir eine Bombe auf dem Billardtisch entschärfen. Das ist echt was, woran man sich erinnert. Okay, Mann. Aber wenn du deine kleine Geschichte nicht mit etwas Papier belegen kannst, dann ist das einfach nur eine ganz normale Achterkugel. Also der soll mal Filme, Drehbücher schreiben für Filme. An dem alten Gameboy hätte ich echt Interesse. Ja? Kann ich dir ein einmaliges Angebot für diese Lavalampe machen? Die Lava ist eine Mischung aus Krakatau und Vesuv. Geschüttelt, nicht gerührt. Sorry, davon habe ich hier schon 9. Jemals von Carrera gehört? Wenn das Streckenteil nicht zu Lewis und Clark gehört, brauchst du gar nicht weiterreden. Natürlich tut es das. Entdecker sein ist ein anstrengender Job. Hiermit haben sie gespielt, um die Eintönigkeit erträglich zu machen. Wie? Falsch. Carrera war bis 1846 nicht mal entdeckt. Das war in den alten Aztekenruinen. Versuch's weiter, Kleiner. Diese Konsole ist so gut wie neu. Fortgeschrittene koreanische Technologie. Großer erzieherischer Wert. Aber wenn man einen Fehler macht, kriegt man einen Stromschlag. Aber Vorsicht, alle Fragen sind auf Koreanisch. Nach meinem ersten Mal spielen sah ich für 3 Tage aus wie der Indianer aus Einer Flug übers Kuckucksnest. Aber glaub mir, diese Schocks geben einem einen guten Start in den Tag. Sogar besser als Kaffee. Wenn ich was für einen guten Start in den Tag brauche, dann trinke ich Mercury Cola. Das war's? Kein Ass mehr am Ärmel? Hab ich schon das Ticket erwähnt, mit dem man durch die ganze Stadt fahren kann? Sorry, aber das Einzige, das irgendwas wert ist, ist dieser Ring. Oh, shit. Kannst du mir nicht was für die Lavalampe geben? Ich schätze, da könntest du schon was für kriegen. Und was ist mit der koreanischen Konsole? Dafür vielleicht ein bisschen? Vielleicht. Ja, mein Gameboy habe ich auch noch. Problem gelöst. Etwas Kohle plus ein wenig Kohle ist gleich eine anständige Summe, oder? Es war's dran, Kleiner, aber denk mal drüber nach. Du sagtest, du brauchst eine Menge Geld und für den Ring kann ich dir mehr als eine Menge geben. Erzählst du mir gerade, dass ich mit diesem Schrott meine Zeit verschwendet habe? Siehste? Du hast es gerade selber gesagt. Das ist Müll. Ich hab dir den Ball zugespielt, jetzt mach was draus. Oh, scheiße. Verdammt, Hicks! Ich will mein scheiß Geld! Und ich will es jetzt! Das ist zu krass. Ich kann den Ring nicht verkaufen. Was ist mit Matt? Er wäre am Boden zerstört. Er wird es niemals erfahren, du Idiot! Er weiß nicht mal, dass du ihn geklaut hast! Nein, das ist nicht richtig. Hör mal zu, Freundchen! Du verkaufst jetzt besser den Drecksring und bezahlst deine Schulden! Oder ich schwöre bei Lucifer! Ich mach das! Nächste verheißt das! Hallo! Komm schon, Randall. Hör nicht auf ihn. Du weißt genau, dass du mir das nicht antun kannst. Selbst du kennst Grenzen. Schnauze, du Weichei! Die Erwachsenen unterhalten sich! Und wenn du es wagst, zwischen mich und meine Kohle zu kommen, spieß ich dich auf wie ein verdammtes Fleischbällchen! Ich hab Hunger, auf damit! Oh, Himmel! Der Bastard hat eine Mistgabel und alles, was sie mir mitgegeben haben, war diese Harfe. Ich verlange ein Flammenschwert! Was? Jetzt beruhigt euch. Es gibt keinen Grund zu streiten. Ich werde dich aufspießen und über kleiner Flamme rösten, du dreckige Made. Verdammte Scheiße! Der Wichser meint es ernst, Randall. Verkauf schon den verfickten Ring. Ist schon okay. Hat mich eh nur ein Dorito gekostet. Gib dem scheiß Bastard sein verficktes Geld und der ganze Scheiß auf.
Dann mach ich's. Sogar die gute Seite der Engel stimmt so. Bist du einer von diesen Leuten, die, bevor sie wichtige Entscheidungen treffen müssen, kleine Schulterteufel und Engel sehen? Bingo! Und ich mach genau das, was der Engel gesagt hat. Ich verkaufe den Ring. Mir passiert dasselbe, seit ich Mercury Cola trinke. Aber ich sehe keine Engel. Nur Teufel. Kreaturen aus der Hölle, die mir sagen, ich soll Leuten wehtun und Sachen verbrennen. Aber keine Sorge, Mann. Ich habe gelernt, sie zu ignorieren. Wenn es brennt, ich weiß nicht. Zum Geschäft, ja. Schön, dass du es dir überlegt hast, Junge. Ach, Thor, schlaf schön. Hier, die Kiste kannst du auch behalten. Na, vielen Dank. Weißt du, es ist seltsam. Ich weiß nicht, was so besonders an dem Ring sein soll. Ich habe keine Ahnung, was er wirklich so wert ist, aber ich würde eine obszöne Summe Geld dafür zahlen. Dann los, was hält dich auf? Bitteschön. Wow, jederzeit, Alter. Wenn ich noch so einen finde, weiß ich, an wen ich mich wende. Es gibt nur einen, Kleiner. Nur einen. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob du nur mitten in einer Mercury-Cola-induzierten Halluzination bist. Ich werde einfach mal mit meinem riesigen Bündel Geld abhauen und, naja, wir sehen uns. Okay? Das ist die Maske aus Freitag der 13. Da habe ich auch gerade diese hinter dem Dieb. So ganz versteckt. Du willst, dass ich damit rede? Sieht nach Verkaufsunterlagen aus. Die kann ich nicht einfach... Das brauchen wir wahrscheinlich später, weil jetzt haben wir den Ring unseres Kumpels verkauft, womit er sich heiraten will. Oh, weia. Das war ein ganz normaler, lausiger Tag. Und aus dem Nichts taucht das Glück auf und gibt mir einen Zungenkuss, während es mich befummelt. Wem soll ich dieses Bündel zuerst um die Ohren hauen? Marconi? Emerson? Meinem Kindergärtner, der mir sagte, ich würde es zu nichts bringen? Donald Trump hier. Ich bin auf direktem Weg zu einer Privatparty bei Hefner zu Hause, also fassen Sie sich kurz. Randall? Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Sally, was ist los? Randall! Ja? Es ist Matt! Matt ist... Oh mein Gott! Sally, komm schon. Du machst mir Angst. Was ist passiert? Du musst zu Matt nach Hause kommen. Jetzt! Was ist los? Hat ihm jemand seine Brieftasche geklaut oder sowas? Randall! Ich will das nicht im Telefon erzählen! Aber was hat Matt? Was hat er gemacht? Matt hat... Oh Gott! Ich brauch dich sofort hier! Was? Sally, du kannst dich einfach auflegen. Verdammt! Ich muss zu Matt und rausfinden, was hier los ist, auch wenn es sicher enttäuschend ist. Genau wie 3D-Filme. Oh oh. Alle Veränderungen, die du verursachst, aufgenommen, Gegenstände, zerstörte Dinge werden in der nächsten Episode nicht zurückgesetzt. Denk dran. Wie ein Jungs. Ja, die Sprecher sind super. Wow, was für eine Party. Was zum Teufel ist hier passiert? Ich komme so nicht zu Mets Wohnung, alles ist abgesperrt. Oh, nicht der Polizist. Murray ist da. Warum gehört... Oh. Und warum ist hier einer, der jetzt Hot Dogs hat kauft, während hier, Alter? Mickey Mouse? Sold here. Kalav Kalash. Kalashnikov? Ein einfacher Hotdog-Verkäufer. Nichts Besonderes. Beste Verkaufsstrategie. Morgen. Wie läuft das Geschäft? Läuft. Gerade scheint es etwas mehr zu werden. Schön für dich. Irgendeine Idee, was hier passiert ist? Nö, aber wen interessiert's? Ist eh immer dasselbe. Raub, Schießereien, Rosasierung, Zeitbomben. Alter, wovon zum Geier redest du da? Oder ein riesiger Marshmallow-Mann? Ah, geil. Das sind meine Lieblings... Sagas. Okay, du bist cool. Da du noch nicht nachgefragt hast, mache ich das mal. Ein Hotdog mit einem, bitte, danke. Mein bester Freund wurde in dem Haus da. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber er könnte Ärger haben. Ich bin mir sicher.
Das sind meine Lieblingssagas. Okay, du bist cool. Keine Ahnung, was du meinst. Oh, komm schon. Bring mich nicht dazu, mir Orangenschalen zwischen die Zähne zu stecken und dich fertig zu machen, bis du alle deine Sünden gestehst. Okay, erwischt. Ich liebe einfach gute Filme, die mindestens 15 Jahre alt sind. Gibt's denn noch andere? Du sagst es. Okay, da du noch nicht nachgefragt hast, mach ich mal. Ein Hotdog mit allem, bitte. Danke. Gern, aber leider ist das nicht möglich. Mein Gas ist alle und ich brauche eine neue Flasche für den Kocher. Hast du keinen Ersatz? Wenn es so wäre, wäre es mit dem Hotdog auch kein Problem, oder? Ich weiß nicht. Die Wege menschlicher Dummheit sind unergründlich. Amen. Warum holst du dir nicht einfach eine neue Flasche? Wenn das mal ginge. Aber ich kann den würstchenfressenden Kopf da nicht aus den Augen lassen. Stimmt, der steht ja auf Würste. Verstehe. Aber weißt du, wenn du nichts zu verkaufen hast, wie willst du ihm dann was verkaufen? Ach, du verstehst nicht, Junge. Der Kopf da ist heiß begehrt bei jedem Bastard der Hotdog-Gilde. Wenn ich auch nur eine Sekunde nicht aufpasse, stürzt sich Abe Froman, der Wurstkönig von Chicago, direkt auf ihn. Okay, naja, ich hab ja keine Ahnung, aber ist hier rumstehen ohne was zu verkaufen nicht echt schlecht fürs Geschäft? Ja, wenn du das so sagst, klingt es echt blöd. Ich würde sagen, du brauchst sofort eine neue Gasflasche. Glaub mir, ich kann Marys Magen bis hierher hören. Hey, Sekunde. Hat Froman dich geschickt? Der will mir mein Monopol auf diese Pac-Man-artige Fressmaschine wegnehmen. Was? Nur über meine Leiche. Wenn ich so deine Filmvorlieben bedenke, würde ich jetzt mal sagen, wir kamen, wir sahen, wir haben ihn in den Arsch getreten. Wohlgesprochen, Freund. Jetzt kann ich dir vertrauen. Er hat mich vollgeschleimt. Wäre auch noch akzeptabel gewesen. Okay, jetzt wo wir Freunde sind, kann ich bitte einen Hotdog haben? Tut mir leid, ich habe immer noch dieses kleine Gasproblem. Kurz rein, hast du Gas, Mann. Ich will einen Hotdog. Kann ich dir die Mission anvertrauen, eine neue Flasche zu besorgen? Eine gefährliche, von Mysterien durchzogene... Im Verleiherladen war eine Gasflasche. Jetzt wo wir Freunde sind, darf ich die Drecksarbeit für dich machen. Schon klar. Ganz genau. Sag mir einfach, wo es hingeht, damit wir es hinter uns bringen können. Alter. Kennst du Mels Pfandleihe? Klar. Der gute alte Mel. Jetzt weiß ich auch, was du mit gefährliche Queste meintest. Aber warum zur Hölle kaufst du denn Gas beim Pfandleiher? Naja, Mel macht gute Preise und bietet einen schnellen, effizienten und sehr persönlichen Service. Oh, verstehe. Geklautes Gas, hm? Vielleicht. Okay, kein Problem. Hab gerade erst Geschäfte mit ihm gemacht. Gib mir eine Minute. Okay.